Du weißt nicht, wie man am schnellsten Paper Mario 2 die Legende vom Millionentor leveln kann? Dann bist du genau hier richtig, denn ich werde dir zeigen, wie das am schnellsten funktioniert. Zuallererst solltet ihr vielleicht noch vorher wissen, dass ich hier dabei habe den Danger Mario. Der Danger Mario besteht nämlich aus 5 KP und sehr, sehr vielen Kampfwutorden. Wer gerne wissen möchte, wie man so schnell an diese Kampfwutorden und an die KP rankommt, kann gerne das Video vom letzten Mal schauen. Dort habe ich euch gezeigt, wie man diesen Danger Mario erstellt. Und nun werde ich euch zeigen, wo der beste Spot ist zum Leveln in Paper Mario 2. Meiner Meinung nach ist es für mich der beste Spot, denn du kriegst, wenn du die guten Dizzys kaputt machst, ich weiß, die heißen Susseduse oder so in etwa, die sind nämlich im Düsterdorf, dann könnt ihr dort relativ zügig sehr viele EP farmen. Geht natürlich erst in den unteren Bereichen noch. Ich zum Beispiel bin Level 39 und kriege nur noch 34 Sternpunkte pro goldene Suselwusel. Und ihr würdet dann wahrscheinlich, wenn ihr noch mehr Level habt, immer weniger bekommen. Also vielleicht so ab bis 50 kann man das richtig gut nutzen. Danach würde ich euch eine andere Methode empfehlen, die auch relativ schnell zum Leveln ist. So, und die Suseldusel findet ihr an einer ganz einfachen Stelle. Und wie man die am besten farmt, zeige ich euch gleich, weil es gibt da ein paar kleine Kniffe, wie die Suseldusel funktioniert, die goldene. Denn auch ich habe stundenlang damit verbracht, um herauszufinden, wie die erst wirklich richtig funktioniert. Merkt euch diesen Platz hier übrigens sehr gut, hier kommt ihr öfter vorbei. Und zwar müsst ihr folgendes machen, um die Wahrscheinlichkeit, zumindest weil ich das mir so mitgekriegt habe, gut hochzulassen. Es ist natürlich nicht hundertprozentig wahrscheinlich, dass ihr eine Suseldusel, eine goldene hier trifft. Tötet sie alle. Egal, ob die eine hat oder nicht, einfach weghauen. Schnell hier mit dem Multisprung, den solltet ihr aktiv haben. Und dann solltet ihr absolut gar keine Probleme haben, weil die Suseldusel können an sich gar nichts. Und es ist wichtig, dass ihr die killt, weil wenn ihr die nicht besiegt und jedes Mal aus dem Screen raus und rein geht, dann resetten sich zwar die Figuren, also die Suseduse-Anzahl, aber ihr habt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine goldene zu bekommen. Ich habe es einmal probiert, ich habe über eine Stunde dran gesessen und habe über eine Stunde einfach jedes Mal im Screen gewechselt und dachte, reicht schon, um eine goldene Suseduse zu bekommen. Nein, nein, hat nicht gereicht. Also bei mir absolut nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei mir auch ein Fehler war an sich vom Spiel aus oder sonst nicht, aber es funktionierte nicht. Mein Go ist natürlich, hier alle wegzuhauen. Ihr habt drei Suselwusel-Plattformen oder zumindest Erscheinungsformen. Einmal hier vorne zwei und jetzt im nächsten Abteil nochmal eine, die ihr natürlich kaputt machen könnt, um vielleicht eine zu bekommen. Wie ihr sagt, es wird jetzt wahrscheinlich auch mein Glück sein, dass ich natürlich als Vorhefe-Effekt keinen bekomme. Oder da ist sie natürlich. GG. Damit haben wir schon mal eine, die wir jetzt wegmachen können und kriegen nochmal schön knackig EP drauf. Und ich brauche nicht mal so viel Schaden machen, weil die einfach instant umkippt. Und da seht das auch noch. Ich bin Level 39 und kriege trotzdem noch über 30 Sternpunkte. Und wie ihr sagt, die respawnt relativ, relativ schnell, wenn man es halt so macht wie Ecke und sich nicht einfach verramscht. In dem Sinne. So, und zwar, jetzt sollte ja gleich auch die letzte Suseduse kaputt sein. Und dann müssen wir komplett nochmal zurück. Und zwar zu einer Stelle, wo sich denn die ganzen Gegner resetten. Und deswegen sagte ich ja, ist es schwierig, wenn man immer hin und her nur geht. Das reicht nicht aus. Man muss schon wirklich komplett einmal zurückgehen. Und zwar einmal hier durch. Durch den ersten Screen. Dann durch den zweiten Screen unten, wo die Röhre ist. Und dann noch ein Stück weiter, aber da könnt ihr ein bisschen abkürzen. Da müsst ihr jetzt nicht komplett den ganzen Weg zurücklaufen. Um dann die ganzen Suselwusel nochmal zu respawnen zu lassen. Also ihr seht es schon, ich gehe hier unten gleich durch. Dann macht er einfach die Rolle. Und müsst zu diesem Screen hier einmal. Wenigstens nur einmal reingehen und wieder rausgehen. Das würde schon reichen, dann sind die respawned. Und dann probiert ihr nochmal gegen die Dreie zu kämpfen. Und meistens ist es denn so, dass ihr mindestens zwei Runden machen müsst und kriegt höchstwahrscheinlich eine Suseldusel, die golden ist. Nicht immer. Wie gesagt, das ist eine Prozentwahrscheinlichkeit. Aber viel wahrscheinlicher, als wenn ihr jetzt hier reingehen würdet.
den Kampf flüchtet, danach rausgeht aus dem Screen, den Screen wieder reingeht. Das erstens dauert ewig lange, zweitens musst du dafür A smashen, wie wir sonst hier, und drittens funktioniert es nicht mal richtig. Also dementsprechend macht es lieber mit dem Screen 2 zurückgehen und wieder hierher kommen, um die nächsten Susewuse anzugreifen. Ich zeige es euch jetzt auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich jetzt hier noch eine Susewuse bekomme, aber im Grunde versteht ihr jetzt, denke ich mal, was ich meine. Nebenbei farmt ihr natürlich auch dementsprechend viel Geld, was sehr wichtig ist für später. Wenn ihr in die 100% natürlich im Spiel wollt, dann müsst ihr natürlich viel Geld auch mitgeben. Es geht eigentlich, also 1000 oder 2000 würde für das Spiel schon reichen, aber in dem Sinne meine ich das mal nur. Und das ist eigentlich im Grunde der große Trick hinter dem Leveln. Es dauert nicht allzu lang. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mal so eine Susewuse kriege, dann habe ich mal wieder ein paar EP dazu und das ist eigentlich recht in ordentlich. Man kriegt guten Zuwachs, sagen wir mal so, durch so eine goldene Susewuse. Empfiehlt sich auf jeden Fall mitzunehmen. So, aber was ist jetzt, wenn ihr über Level 50 oder sagen wir mal Level 60 seid und ihr kriegt nur einen Sternpunkt aus denen? Was ist jetzt die beste Möglichkeit, wenn ihr wirklich crazy seid und auf Level 100 trainiert? Da gibt es, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und nicht nur glaube ich, sondern weiß ich. Und die werde ich euch auch gleich zeigen, wenn ich hier von diesem Wald wieder raus bin. Und zwar ist die schnellste Variante denn dementsprechend, oh, hier in den Isla Corsaria unten. Eigentlich sollte das nicht so laufen. Ihr könnt natürlich da direkt raufspringen auf die Gegner. Das wäre nämlich absolut kein Problem. Denn durch jeden Gegner, oder sagen wir mal so, durch diese Gegner bekommt ihr immer einen Sternpunkt nach dem Kampf. Und so könnt ihr euch, wenn ihr so oder so nur Massenkämpfe braucht, weil es nur noch einen Sternpunkt pro Gegner gibt, euch locker hochleveln. Und ich zeig's euch mal, zack. Ihr könnt auch, wie ihr sagt, wie Ecke, den Erstangriff Ohren rausnehmen, falls ihr den drin haben solltet, weil ich hab den immer drin, damit mir die solche Gegner eigentlich nur auf den Keks gehen. Aber den könnt ihr rausnehmen und dementsprechend euch hier relativ zügig, naja, zügig, ganz in Ordnung eigentlich hochleveln. Also dauert ein bisschen, ist natürlich zäher, aber irgendwann kommt man schon auf seine Summe, weil hier sind natürlich Kanonen, die man, die halt dauerhaft kugelwillig spawnen. Gibt's natürlich einmal noch im Äonenpalast, da könnt ihr natürlich genauso machen, die goldenen Kanonen. Aber wenn ihr es einfacher haben wollt und nicht so viel starke Kanonen aus Versehen mal treffen wollt, falls ihr euch mal nicht die 5 KP euch da weghauen wollt, dann empfehle ich natürlich, die Kanonen hier in der Isla Corsaria oder in dieser Insel drin euch als Ziel zu widmen. Bessere Methoden habe ich tatsächlich nicht herausgefunden, aber die sind auf jeden Fall effektiv und da kann man wirklich einiges von machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt, wie gesagt, nochmal zu Danger Mario, falls ihr es nicht gesehen habt. Oben rechts ist die natürlich verlinkt, das Video. Könnt ihr euch mit anschauen, falls ihr wissen wollt, wie ihr so einen starken Mario hier zusammenbastelt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich verlinke euch auch noch die Playlist zu den 100%, die ich zum Let's Play gemacht, zum Spiel gemacht habe. Und dann sehen wir uns. Bis denne und tschüss.